Die wichtigen Trends für die Bäckerei und Konditorei sind jetzt vor allen Dingen die Warenpräsenz zu gewährleisten und darüber hinaus das To-Go-Geschäft mitzunehmen. Man muss gar nicht so viel Neues entwickeln, sondern eher auf Bestehendes zurückgreifen und das dem Konsumerverhalten wirklich anpassen. Pizza, Donut zusammengepackt ergibt ein neues Produkt, was man letztendlich auch keinem erklären muss. Man kennt es einfach. Gerade vegane Produkte zeigen in den letzten Jahren einen deutlichen Trend. Über die bereits existierende Kundschaft werden junge und Trendkunden angesprochen. Über 70% unserer Produkte sind bereits auf vegan umgestellt. Und wir setzen uns damit auseinander, seit vielen Jahren übrigens schon. Und insofern kam es auch zu einer Zusammenarbeit mit der Firma Veganz. Wir entwickeln dort Artikel und vertreiben diese am Markt und sind einfach ganz spannende Artikel, die auch neue Geschmacksnerven auch bei mir persönlich treffen. Für Bäckereien und Konditoreien ist die Mitarbeiterbindung und die Mitarbeiterentwicklung einer der wichtigsten Schwerpunkte in den nächsten Jahren, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Mein persönlicher Tipp ist es, sich zu fokussieren. Also jeder kann nicht alles gut. Der eine kann richtig gut Brot, der nächste kann ein richtig gutes Brötchen. Konzentriert euch darauf, dann seid ihr auch erfolgreich. Die Internorga ist besonders interessant für Bäcker und Konditoren, um auch die neuesten Marktentwicklungen im Snacking zu sehen, darüber hinaus zu networken und Neues dazuzulernen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Internorga. Ich bin als kleiner Pimp schon mit meinem Vater vor Jahrzehnten hingefahren und wir brennen dort ein Riesenfeuerwerk ab, weil wir einfach ein geiles Team haben.